Willst du mal mit Guapo Gassi gehen? Danny, ich habe große Pläne für dich. Aber zuerst musst du mir was besorgen. Und ich höre dich schon fragen, Juan, was soll ich dir besorgen? Du musst nur wissen, dass du es nicht essen, ansprechen oder in die Hose stecken solltest. Aber Juan, höre ich dich fragen, wo ist denn dieses Ding, das du brauchst? Gehe zum Funkturm und folge dem Pfad nach Norden. Er führt dich zu einem verlassenen Lager im Osten der Insel. Ich markiere es dir auf der Karte. Dort wartet meine Kontaktperson. Sie weiß Bescheid. Ach, und Danny, wenn du das schaffst, dann will ich dir was geben, weil du mich davon abgehalten hast, mich tot zu saufen. Ein alter Freund hat mir das geschenkt, weil ich sein Leben gerettet habe. Nicht, dass du mein Leben gerettet hättest. Ach komm, jetzt geh schon los. So leicht wie Zigarrenrauchen am Sonntag. Hola, Guerilla. Hola. Scheiße, ich bin seit der Grundausbildung nicht mehr gehört. Ruhig. Was war das?
Zeit für Diktatur für Dummies. Kontrollpunkte schränken den Personenverkehr auf Jahre ein und zerfetzen dir die Reifen mit ihren Nagelsperren. Naja, außer du hast ein Pferd. Sieh, ich hab schon genug davon in Esperanza gesehen. Sichere Kontrollpunkte. Zerstöre Werbetafeln und sieh zu, wie Libertad sich aus der Asche erhebt. Juan, der Kontrollpunkt ist gesichert. Ein großartiges Gefühl, oder? So füllt man sein Karma-Konto. Mach weiter so, Danny. Psst, Guerriero. Hola. Hey. Juan, ich habe den Turm gefunden. Weiter so, Danny. Finde den Guerilla-Pfad und folge ihm zu meiner Kontaktperson. Okay, ich bin unterwegs. Ich rieche Ärger. Ich heiße Raisa. Ich werde dir helfen, was Schönes von Castillo zu klauen. Wirst du mir auch verraten, was ich klaue? Abgereichertes Uran. Pardon. Ich dachte, ich hätte Uran gehört. Ganz recht. Das Problem ist, dass ich meinen letzten Kontakt beim Militär verloren habe. Du warst beim Militär? Waren wir das nicht alle? Okay. Sag mir einfach, wo es ist. Zuerst nimmst du diesen Fallschirm. Glaub mir, er kann dir das Leben retten. Jetzt bringe ich dich zum alten Spanischen Fort. Sie haben es dort eingeschlossen. Eingezogen oder freiwillig gemeldet? Eingezogen. Meine Nummer war dran, also habe ich meine Zeit abgeleistet. Und du? Freiwillig.
Ich wollte immer Soldatin werden. Was ist los? Gut, jetzt bleib in der Nähe. Freiwillig. Ich wollte immer Soldatin werden. Du weißt schon. Uniform tragen, meinem Land dienen. Aber offenbar will Castillo nur blinde Faschisten in seinen Reihen. Was ist los? Gut, jetzt bleib in der Nähe. Aber offenbar will Castillo nur blinde Faschisten in seinen Reihen, die ihm verliebt an den Lippen hängen. Dann bist du jetzt eine Verräterin? Ja, und nicht die Einzige. Am Wachturm vor uns ist ein Soldat postiert, der uns von dort aus das Fort auskundschaften lässt. Er kann uns auch nützliche Infos. Was ist los? Gut, jetzt bleib in der Nähe. Ja, und nicht die Einzige. Am Wachturm vor uns ist ein Soldat postiert, der uns von dort aus das Fort auskundschaften lässt. Er kann uns auch nützliche Infos geben. Und was will er dafür von uns? Erstens, nicht erschossen werden. Also steckt die Waffen weg, sonst eröffnet er das Feuer. Zweitens, eine kleine Bestechung kann diesen Doppelagenten helfen, sich an wichtige Infos zu erinnern. Alles klar, keine Waffen. Peschos griffbereit. Da ist er. Ich hoffe, du hast ein paar Pesos dabei. Sag mir, was du weißt. Okay, sieh dir das an. Hier kannst du ein paar Waffen finden. Muchas gracias. Klar. Was auch immer du und Reißer vorhabt, ich will nicht da sein, wenn es passiert. Jeder hat seinen Preis. Nicht jeder Soldat ist ein Fanatiker. Manche versuchen nur, ihre Familien zu ernähren. Denk daran, deine Waffen wegzustecken, bevor du dich ihnen näherst. Mit dem Telefon kannst du Gegner auskundschaften und ihre Schwachstellen finden. Ich wette, Juan hat dir schon seine das richtige Werkzeug für den Job Ansprache gehalten. Da ist der leitende Offizier. Alvarez hat den Schlüssel zur Waffenkammer. Pass auf, er hat einen ziemlich hohen Rang. In Castillos Armee bedeutet das, er ist besser ausgebildet, schneller am Abzug und kann ordentlich einstecken. Dieses Fort ist die am besten geschützte Basis auf der Insel. Die Soldaten sind mit Schutzwesten und Helmen ausgestattet. Nichts, was panzerbrechende Munition nicht regeln könnte. Stell an der Werkbank welche her, wenn du keine hast. Und dann zieh los und hol dir das Uran, Danny. Der Fallschirm, den ich dir gegeben habe, könnte nützlich sein. Du solltest nur nicht mitten im Fort landen, okay? Scheiße! Ah!
Mir geht's gut. Ich hab dein beschissenes Uran, Juan. Dann schwing deinen Arsch her zu mir. Aber das nächste Mal nicht. Juan? Granate, weg! Los. Ach so, mein Grab ist bewährt.
Sie. Aber mich interessiert immer noch brennend, was er damit vorhat. So wie ich Juan kenne, kannst du dich auf eine Wahnsinnsüberraschung gefasst machen. Wir sehen uns im Lager. Oje, Juan. Haha, das ist Improvisationstalent. Abgereichertes Uran. Die Sowjets ließen uns dieses geile Nebenprodukt der Anreicherung in den 80ern zurück. Die Yankees bauen daraus Panzerung und Munition. Verrückte Arschlöcher. Klingt gefährlich. Du wirst ein verdammter Superheld sein. Die habe ich früher immer mit Lita ins Waisenhaus geschmuggelt. Pflichtlektüre, während man im Schlamm auf einen Konvoi wartet. Ein Guerriero muss Inspiration aufsaugen wie ein Schwamm. Okay, aber was verdammt ist das? Das ist ein Supremo. Sieht wie ein Raketenwerfer aus. Sie. Das kann sie auch. Eine Sache noch. Darf ich vorstellen? Tostador. Die passen zusammen wie Feuer und Flamme. Ich mag deine Töfteleien, Juan. Ja, ich auch. Hola. Halte durch. Supremos sind wie eine heiße Affäre. Oder wie ein gutes Sandwich. Kann sein, dass du Hunger hast. Ja, aber vor allem geht es um mehrschichtige Sachen, Danny. Geh zur Werkbank und ich zeig es dir. Supremos sind nicht nur einfache Zerstörungswerkzeuge, Danny. Ihre Hilfsmittel lassen... Sehen wir uns diesen Supremo mal an. Die besondere Zutat, die alles möglich macht, ist... Wähle ein Hilfsmittel, Danny. Kein Risiko. Hier gibt es keine falschen Antworten. Ausgezeichnet. Jetzt sprich mit Clara. Es wird Zeit, den Supremo mal Gassi zu führen.